Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Forest. So, wir sind wieder hier. Und ich habe inzwischen ein bisschen Umbauarbeiten gemacht, das hat mir nicht gefallen. Ich bin auch mittendrin noch. Ich habe gedacht, ich nehme das doch so ein bisschen auf, dass ihr seht, was ich, wie ich das überlegt habe. Ja, ich wollte ja hier so Stufen hochbauen, aber das hat dann irgendwie hin und vorne nicht toll ausgesehen. Jetzt habe ich das gelassen. Jetzt brauche ich das ein bisschen Holz wieder. Dann ist nämlich das Holzhaus gekommen da drüben. Ah, der hat ein Holzhaus gebaut, okay. Wusste ich gar nicht mehr. Naja, gut. So, wir haben ja genug Holz hier. Ich kann die Bäume auch hier fällen, ne? Wieder durch hier. So, Holz, 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 Holz. So, okay. Wir setzen neue Bäume natürlich, damit wir immer Ressourcen haben. Oh mein Gott, Bäume. Ich kessel. Ja, und den Baum verwende ich zurzeit einfach, um Stöcke und so weiter herzustellen, weil die geben ihm dieselbe Farbe, egal welche Form man da anpflanzt oder nicht. So, jetzt nehme ich trotzdem noch ein bisschen an Holz hier mit. So. Weil wir in alle Fälle genug haben. Wandle ich die mal kurz in Bretter um. Mit Schüssel bearbeiten. Die flachen hier. So. Okay, sehr gut. Hat genug. Ja, ich hatte es vor, hier das Ganze hier halt hochzubauen. Dann mit solchen Terrassen hier. Aber das sah dann irgendwie nicht so toll aus. Hier habe ich dann nochmal neu gebaut. Drüber gebaut. Ja. Eigentlich mit den Merchant Crops halt. Jetzt habe ich das anders gemacht. Jetzt habe ich das nämlich so gemacht, dass ich jetzt die so hier anbaue. Ja, toll. Ja, so nicht. Habe ich einen Baumstamm im Inventar? Ja, dann baue ich hier kurz hoch. Oh nein! Falsch gesetzt hier. Geht ja gar nicht, ey. Schon von der Optik her. So. Noch einer. So, okay. Dann ja, baue ich die jetzt so hier, in solchen Etagen. Hier habe ich schon angefangen, den ersten Block zu setzen. Aber jetzt muss ich natürlich das Ganze noch zumachen. Und dafür brauchte ich jetzt diese wieder neue Steine, die Blöcke, damit ich das wirklich halt zubauen kann. So, jetzt ist noch die Frage, jetzt könnte man eigentlich, rein theoretisch, könnte man hier gleich die nächste Erde hinbauen. Könnte man, ja. Wenn man es erwischen tut. So. Gut, dann wird es dann hier dann eine gerade Wand halt. Eigentlich die Optik wegen. So, schade, dass man mit Weinmeiner nicht diese Spezialblöcke abbauen kann auf einmal. Das geht dann ein bisschen länger dadurch, dass es nicht funktioniert. So, okay. Und jetzt ja, muss ich mal hier Platz machen, ey. Wird es schneller gehen, wenn ich von oben abbaue vielleicht? Warte mal, zuerst mal hier den Boden einbauen. Nicht, dass ich hier plötzlich runterfalle. Warum habe ich hier noch Wasser irgendwo? Genau hier. Das Wasser könnte ich eigentlich gleich brauchen. Wenn ich hier dann weiterbaue. Oh! Moment, das war nicht so geplant. Okay, muss das Becken hier zuerst bauen. Oh, das geht aber gar nicht, weil hier ich die Erde wegtragen muss. Läuft mir das Wasser raus. Ah, komm, wir machen das dazu. So. Können wir hier alles abbauen. Ja, wie gesagt, ich wollte diese Terrassen hier bauen, aber das war dann zum Farben auch ein bisschen mühselig und es sah nicht gut aus. Diese Löcher, die habe ich ja so gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich mich andauernd an den Magic Crops verletze. Ich habe es da höher gesetzt und hoffe auch, dass ich da nicht mehr reinlaufe. Ja, ganz einfach nicht, ne? Ich habe keine Steine mehr, willst du mich verarschen? Moment mal. Die haben bestimmt noch Steine. Von den Kisten haben wir bestimmt noch Steine vom Abbauen her.
Das hier geht auf Wasserstein. So. Hier fliegen mir noch die Bäume entgegen oder die Pflanzen, was auch immer. Ja, das sieht ein bisschen coach aus, aber das wird sich dann schon legen mit der Zeit. Ein bisschen Ordnung wieder eingebaut haben. Eingebaut, ja gut. Erhalten haben, sag ich mal hier. So. Kann ich das hier abbauen rein theoretisch? Dürfte es kein Wasser mehr kommen? Wenn nicht, hab ich geschlampt. Ja, da hinten wird auch irgendwo noch Wasser auftauchen, weil ich habe natürlich das alte Becken alles überbaut einfach. Ja, vielleicht habe ich es auch schon erwischt. Wir sehen sie dann. Geht's mal zuerst mal darum, dass wir hier diese Ebene hinkriegen. So, so. Okay, geht's nicht weiter. War gar nicht bewusst, dass ich so viel eigentlich habe. So, ist jetzt hier Wasser schon drin? Nee, gut. So. Okay. Ja, meint das an Minecraft. Man baut etwas und dann später merkt man eigentlich, dass es einem doch nicht gefällt. Wenn man ein Produkt gesehen hat, dann baut man wieder um. Aber das ist halt wirklich Minecraft. So geht das halt hier im Spiel voran. Oder halt eben auch nicht. So. Hä? Inventar ist voll. Okay. Habe ich gar gewundert, wieso die Blöcke auf den Boden fallen, nicht in mein Inventar. Ja, aber ich habe auch wirklich gar keinen Platz zur Zeit. Okay, bauen wir halt diesmal zuerst zu hier. Da gibt es dann noch einen freien Slot plötzlich, dass wir Sachen doch trotzdem noch aufnehmen können. So, okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht, 19. So, das. Ach so, ich schlage den Kopf hier an. Dachte schon, kann ich springen. Hier nachdenkliche Musik. So. Okay, dann kann ich sagen, kann man das hier so hinbauen. Ich habe gedacht, ich habe genug gebaut, aber anscheinend immer zu wenig. Oder so wenig Platz. Ja, und ich habe diese Bauart echt extra gewählt, weil wir ja hinten eh einen Fels haben und einen Berg, können wir rein theoretisch danach die Farm hier auch noch weiterbauen, erweitern. Je nachdem, wie viel Crops wir anpflanzen. Also von dem her ist das schon eigentlich schon so berechnet. So, hier noch einen hin. So. Sehr gut. Jetzt kurz einen Moment, muss kurz das schauen. Alles Kabine da. Ich erwarte heute noch ein Paket und das wird ihn einmal eintreffen und ich dachte schon, das sei jetzt schon soweit. Oh, merk was. Das war nicht so schlau, die Idee mit dem Winkel hier oben. Na ja gut, nobody's perfect. Axt. Das ist allgemein die Frage, ob ich das hier machen soll. Einfach nur hier rüberbauen. Ich baue hier auch nur rüber. Ist das hier ein Winkel eigentlich? Eigentlich nicht, oder? Das ist auch gar kein Winkel hier. Weil es soll, wenn dann schon symmetrisch bleiben, also es soll schon auf allen Seiten gleich aussehen, weil irgendwie, ja,
Das hat schon bei Minecraft lebt die Symmetrie. Also ihr könnt, egal was ihr macht, also wenn ihr sonst im Leben etwas baut oder etwas herstellt, dann ist die Symmetrie eigentlich schnurzegal. Ob es ein bisschen schräg ist oder nicht, das spielt euch halt keine Rolle. Aber Minecraft natürlich schon. Das ist natürlich wieder typisch sowas. So, die Sonne scheint wieder. Aber ich denke, ihr seht schon, wohin das laufen soll oder wie gehen soll. So, jetzt haben wir hier das Becken eigentlich zu. Jetzt könnte ich euch hier Wasser holen. So, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt oben noch Wasser, das weggetragen werden sollte? Das schauen wir jetzt mal uns an. Wenn ist hier unten drin noch Wasser, denke ich jetzt mal. Ne, auch so. Lass sie an. Da kommt das Wasser hervor. Mein Gott, das geschreit draußen. Vielleicht habt ihr es gehört, ich bin nicht sicher. Ich habe es durch meinen Kopfhörer gehört. Normalerweise, wenn ich es durch meinen Kopfhörer höre, dann müsstet ihr das eigentlich auch mitkriegen. Rein theoretisch. So, okay. Und wieder hoch, Wasser. Ich tue immer einen Block aussetzen, weil der füllt sich dann automatisch durch das Füllen des Wassers daneben. Tut sich da automatisch. Hä? Habe ich hier noch irgendwo unendlich Wasserquelle? Moment mal. Wie geht denn das, bitteschön? Was kann das sein, wenn ich das jetzt mitten drin rausnehme? Ja, super. Das sagt mir das niemand. Das funktioniert sogar hier. Okay. Aha, also wenn ich die Blöcke zwischen drin rausnehme, dann füllt sich das wieder. Das war auch geil. Das war mir gar nicht so bewusst. Na gut. Mir soll es egal sein. So, jetzt ist die Frage, soll ich jetzt hier eigentlich... Ja, das ist eh die Frage jetzt. Hier sieht es doof aus. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Einigermaßen gut aussieht. Mein Gott. Macht das so? Ja, muss ja fast, oder? Ja, okay. Das passt schon so. So, der Tor hier zu... Ja, ja, das geht schon so. Mach hier jetzt mal zu. Ja, die müssen wir jetzt halt das so machen, weil wir die Fackeln hinter der Wand platzieren möchten, trotzdem noch. Wir natürlich jetzt hier eine Schräge haben, oder eben hier keine Schräge haben, so. Die sind eigentlich für die Nacht gedacht. 3, 4, 4, ja, gehen nicht ganz auf. Können sie hier noch symmetrisch setzen, so. Den Winkel können wir jetzt noch einbauen. Der funktioniert hier nämlich auch noch. So. So. Ich staune, dass hier sogar wirklich das Licht noch durchgeht. Dass das Spiel eigentlich erkennt, dass das kein ganzer Block ist. Also von dem her wirklich erstaunlich, dass es eigentlich ein Mod ist, dass es eigentlich auch so berechnet wird. So. Sieht schon ein bisschen komisch aus, also irgendwie, keine Ahnung, weil es natürlich so oval ist hier. Da fragt man sich halt echt, ob ich das wirklich so machen soll oder alles gleich. Das ist die Frage, ne? Warte mal, kann ich überhaupt Magic Crops hier hinpflanzen, da über eine Fackel ist? Mal kurz schauen. Für das brauche ich jetzt erstmal Eisen, ist ja die hoch kaputt gegangen vorhin. So, okay. Also kann ich jetzt hier unter der Fackel? Das geht schon mal. Jetzt muss ich hier noch ein paar
Mikrosessenzen haben. So. Ja, scheiße. Na gut, warte mal. So. Jetzt habe ich auspasst. So. Okay, kann ich jetzt hier hinpflanzen? Das geht. Ja, bauen wir das um, ne? Gott, besser als. Ja, Minecraft lebt vom Umbau. Oh, Umbauen, das kennt ihr vielleicht selber schon. Wie oft habt ihr schon was gebaut, weil ihr das super toll fand und am Ende habt ihr alles umgebaut? Gibst du, das gab's schon öfters bei euch. Weil das ist ein Minecraft, das ist einfach so. Vor allem muss man manchmal Sachen zuerst testen, wie es aussieht. Und dann merkt man irgendwie plötzlich dann, oh nee, das ist doch nicht mein Fall. Dann baut man es wieder um. Gut, den Abstand hier muss ich da eh haben, wegen dem Wasser dahinter. Und dahinter habe ich ja noch das Tunnel, das zur Mine geht. Aber naja. So. Alles im Wasser drin hier. Wir saufen die Blöcke alle ab jetzt. So. Gut, oben auch noch. So. Jetzt brauche ich die Winkel hier. So. Ah, daneben ist auch vorbei. So, okay. Fackel, Fackel. Fackel, so. Jetzt noch alles hier bearbeiten. So. Dann die Essenzen setzen. Und jetzt wäre es cool, wenn wir hier oben noch einen Bilderrahmen hin tun könnten. Warte mal, Rahmen. Okay, haben wir den? Wir brauchen wahrscheinlich Leder jetzt, oder? Rahmen. Ja, wir brauchen Leder. Leder kriegen wir noch hin, die mehr Kühe schlachten. Jetzt ist die Frage. Mit was? Mit Korn kann ich Kühe anlocken. Soll ich mir gleich einen Zaun bauen? Aus dem Holz hier. Okay, ich habe schon vergessen, dass der Zaun geht. Der Zaun so? So? Jeden Zaun ist Leiter, oder? Leiter, verdammt, jeden Zaun! Mein Gott. Gut, da habe ich das Rezept mal abgeändert. Irgendwie, glaube ich, schon, oder? Achso, und oben. Okay, ich glaube, das ist aber schon immer so. Weil ich habe es nicht verpeilt, so. Und jetzt? So, noch mehr. Ja, okay. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal... Nee, das mache ich dann miteinander. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir haben hier das erste Farmbecken, oder das erste Farmgehege haben wir schon gebaut für unsere Magical Crops. Und ich denke, in der nächsten Folge geht es dann weiter hier. Hier noch kurz zu, dass wir sehen, wie es aussieht, wenn es zu ist. Ja, hätte ich genug Holz dabei. Ach, scheiße, ey. So, kurz Schüssel. Zack. Orkblend, so. Seht ihr wenigstens, wie das gedacht ist. So. Das ist so ein Magic Crops Farmplantage. Hier habe ich die normalen Magic Crops jetzt. Die Minikus Seeds. Und dann ist die Frage, ob ich dann irgendwie hier eine Kiste einbaue. Man könnte die natürlich rein zwischen Boden versenken, das wäre eine Möglichkeit. Na, mal schauen, wie ich das dann mache. Aber jedenfalls, somit wäre das schon mal gemacht. Die erste Farmanlage. Indoor-Anlage. Draußen werden dann die ganzen Früchte weit gepflanzt. Und Indoor werde ich dann die Magical Crops anpflanzen. Ja, ich danke schon mal fürs Zusehen wieder. War schön, dass ihr dabei wart. Schaut das nächste Mal rein, und es heißt Minecraft Live in the Forest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.